Also wir haben ja einmal das Problem mit den Banden. Das heißt, wir müssen schon mal einen Bereich machen, wo wir die Bandenführer so unterkriegen, dass die sich nicht über den Weg laufen, beziehungsweise die müssen wir separieren. Die dürfen auf keinen Fall in die Blöcke. Die müssen ihren komplett eigenen Bereich kriegen. Ähnlich wie die Schutzbefohlenen, wie die Todeskandidaten. Ja. Wir können die Leutnante mit dazugeben. Das heißt, wir bräuchten in der Regel mindestens 6 Zellen, auch sehr luxuriöse Zellen, wo wir die sozusagen unterkriegen. Die müssen sozusagen ihren eigenen Bereich kriegen. Also Zellenblock D oder von mir aus auch, ja doch, lass uns Zellenblock D machen. Das ist der spezielle Block, wo alles unterkommt, was nicht Standard ist. Und der müsste dann so ausgestaltet sein, dass wir auch so Leute wie Aufrührer oder wie heißen die anderen, die da plötzlich anfallen, Die rumzutoben, launischen. die Launischen, die markieren wir, die werden alle zu Höchststraftätern und die kommen da rein. Die müssen also alle in so einen gesonderten Block. Ne? Die dürfen wir auf keines Fall in den anderen Blöcken drin lassen. Das wäre ein Zellenblock, das wäre sozusagen der individuellste Zellenblock. Und alle anderen können sozusagen gespiegelt werden. Ne, die können alle gleich sein. Und dann würde ich sagen, lass uns 300er Blöcke planen, also 3 mal 300. Und der D-Zellenblock, den wir hier witzigerweise als zweites bauen, der muss dann flexibel bleiben, ne? Weil wir gucken müssen, wie viel Aufrührer haben wir, wie viel Launische haben wir und dass wir immer noch in der Lage sind, da im Zweifel ein Bett zuzustellen. Das wäre so meine grundsätzliche Überlegung. Das bedeutet dann aber auch, dass wir zum Beispiel den Anlieferungsbereich so, hier unten hin machen. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, wie viel Platz wir uns lassen, weil wir können ja endlich auch mal groß denken, ne? Think big. Das heißt, wir müssen hier auf diese Grenze jetzt im Grunde zwei Anlieferungsblöcke kriegen. Und die müssen auch nicht direkt an der Straße sein. Da kann man ja zum Beispiel auch mal einen Gehweg lassen, ne? Kann man ja mal Ja. machen. Wie groß soll der Gehweg sein? 4, 4, 4? Ja, ne? Ja. Und so eine Anlieferung, wie viele Felder meinst du? 20 Felder, 25 Felder? Ja, sowas grob, ja. Komm, wir Würde ich arbeiten mal sagen, mit ja. 25 Feldern. Think Think big. big. Richtig, endlich haben wir's. So, dann machen wir hier unten sozusagen eine Anlieferung rein. Na, das ist jetzt die Anlieferung für den Zellenblock A. Und die kann man ja in ein Haus packen. Wenn ich da ein Haus Was ich mir reinbaue, jetzt auch noch gerade überlegt habe, ja. ich weiß aber nicht, ob das dann zu komplex von der Planung auch her wäre. Dass man sagt, umso höher die Sicherheitsstufe, umso weniger Ausgangsmöglichkeiten haben wir. Also, dass wir jetzt sagen, hier die Normalsicherheitsstufe, die haben auch weitläufiges Areal, die können sich da austoben. Also austoben, ne? Immer noch ist das ein Gefängnis. Die mittleren halt eher weniger und wenn man sagen würde, die Höchstsicherheitsstufe, dass wir die wieder in den Betonblock rein hämmern. Aber ich weiß halt nicht, ob das dann zu. Das bedeutet, dass du im Grunde ja viermal einen Plan erstellen musst. Natürlich ist das möglich, kannst du machen. Ja. Klar, warum nicht? Na? Ich meine, wir wollen ja mit den Ab- und Aufstufungen arbeiten. Genau. Also im Grunde werden wir doch ein Gefängnis haben mit vier Sicherheitsstufen. Na? Wovon, oder eigentlich fünf. Ne, wovon drei Sicherheitsstufen sich einen Block teilen und zwei Sicherheitsstufen auf drei verschiedene Blöcke verteilt werden. Ne? Du musst nur Ja. bestätigen, ob du mir folgen kannst oder nicht, weil ansonsten muss ich Ja, nochmal neu ich folge ansetzen. dir. Okay. Ja, ich folge dir. Und jetzt können wir das Gefängnis
am Reißbrett planen, sodass alles gleich irgendwie ist. Oder wir können natürlich sagen, wir fangen mit Block A an und 20 Jahre später, ne, gedenklich, kommt der nächste Block dazu, der natürlich von einem anderen Architekten gebaut wurde und dementsprechend auch etwas anders aussieht. Das können wir ohne weiteres machen, ja. Mhm. Also, ne, so. Ich wäre jetzt sozusagen dabei, hier in der Anlieferung kommen Nahrungsmittel an. Das heißt, ich glaube, der war ein zu tief. Wir müssen hier dafür sorgen, dass hier Gefangene hinlaufen können. Ne? Think big. Gefangene kommen hier rein. Sag mal, haben diese Karpaiken eigentlich hier irgendwas schon mal gemacht? Die sind so faul, ne? Macht mir mal hier den Weg frei, bitte. Los. Sklaven. So. Ich weiß natürlich am Ende noch nicht, ob das, ne, weil wir fangen sozusagen hinten an, aber okay. Also, das wäre sozusagen die Zuführung, wo die Gefangenen durchlaufen können, die mit Küchendienst zu tun haben. Mhm. So. Ja. Na, bis hierhin. Ja, ja. Genau. So. Die Anlieferung persönlich, ja, würde ich sogar noch tiefer setzen. Jetzt muss man nur mal eben gucken. Wenn wir Anlieferung haben. Das heißt, der Eingang zur Anlieferung ist ja auch immer so ein Gang für Personal, ne? Weil ich möchte wirklich auch mal ein Gefängnis haben, wo wir so Personal von den normalen Gefangenenwegen trennen können. Das, ich weiß, das ist wieder unendlich komplex, aber das würde mich schon reizen. Ich finde das halt mit den Bäumen gerade auch irgendwie ein bisschen schwer, aber weil es ist wirklich schwer, sowas zu planen, muss man ehrlich sagen. Das heißt, am Ende dieses Ganges muss die Kantine stehen. Das ist schon mal klar. Das heißt, ich hätte hier einen Trakt, ich hätte hier einen Trakt, ich hätte hier unten einen Trakt und ich hätte hier einen Trakt. Wenn ich hier die Trakte habe, dann muss hier unten die Einlieferung rein. Dann könnte man natürlich sagen, okay, die kommen ja jetzt von der anderen Seite, hier Trakt D zum Beispiel. Jetzt weiß ich nicht, ob man dazwischen Laufwege lassen muss oder ob man sagt, okay, komm, wir stellen hier einfach 5, 6. Weil das wäre ja sozusagen der Gang, der müsste dann... das wären dann sozusagen die Gefangenen, die hier rübergehen. Ne? Mhm. Wenn man das dann... So. Aber andererseits, so wie wir es jetzt planen, also wie wir es planen, also so denke ich jetzt mal, dann müssen die Gefangenen ja eigentlich gar nicht darüber gehen. Nur wenn sie up und down gegradet werden. Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Was wir, nee, warte mal, wir müssen hier ja gar keine Anlieferung machen. Weil mir fehlen halt die Karten, ne? Mir fehlt halt das Gesamtgelände. Aber wir können ja theoretisch auch, hier eine Anlieferung machen. Das funktioniert doch, oder? Ja. Die LKWs kommen hier an, liefern hier ab. Das wird auf die entsprechenden Lieferbereiche verteilt. Ich weiß halt nur nicht, ob das immer so klappen wird, weil in meiner Fantasie laden die natürlich die Sachen genau da ab, was sie brauchen. Das könnte aber durchaus passieren. Ja.
dass dann, weiß ich nicht, hier, die Gefangenen, die im Block G helfen, in der Küche, sagen, nee, ich brauche aber die Äpfel, die hier in dem Raum liegen, wo sie gar nicht rein dürfen und sollen und können. Mhm. Das ist halt noch die große Gefahr, die ich habe. Und sehe. Aber ich würde es trotzdem gerne so machen. Dass wir also sozusagen hier für Block A, hier für Block D, den ich hier oben hinsetzen wollte, ne? Und unten machen wir die Eingabe B und C. Dazwischen ist die Einlieferung. Also B und C können wir jetzt noch gar nicht bauen und sehen, ne? Weil da noch die Karte fehlt. Und dann machen wir hier unten den Eingangsbereich hin und die Anlieferung. Für die Gefangenen, sozusagen. Mhm. Das heißt, hier unten müsste dann auch die Rezeption hin. Und von der Rezeption wird sozusagen verteilt. Jetzt ist die nächste Frage, wie laufen denn die Besucher? Was ist jetzt passiert? Ich bin nur nebenbei am Machen, alles gut. Ja gut, ich wollte es eigentlich im Stillen heimlich machen, aber ich habe gerade schon meinen Buchhalter und so eingestellt, für, damit ich die Kartenerweiterung kaufen kann. Damit wir das schon mal planen können. Denn diese Kartenerweiterung war für mich die schönste Erheiterung. Das war ja einmal nach rechts und einmal nach unten, ne? Richtig. Die kann ich nicht kaufen, warum kann ich die nicht kaufen? Kein Geld? Moment. Kannst du die kaufen? Okay. Weiß ich nicht. Habe ich sie gekauft? Ja, ich bin gerade im Ladescreen. Spiel wird nach Landerweiterung wieder betreten. Ich habe eine Landerweiterung. Ah. So. Was? Viel haben wir aber nicht dazu gekauft, wa? Müssen wir noch ein bisschen nachkaufen. Ja, ist ja kein Problem. So. Dann gehen wir mal ganz schnell in die Planung. So. Ne? Lagerräume. Personaltüren müssen natürlich hier irgendwie rein. So. Ja, die Besucher. Wir können die Besucherräume so machen, dass wir 4 Eingänge haben. Oder wir schicken die alle durch den Zentralgang. Also 4 Eingänge eigentlich wären mir persönlich lieber. Ich wollte gerade sagen, eigentlich können wir 4 machen, weil es spricht ja eigentlich nichts dagegen. Finde ich. Okay, dann müssen wir, dann sind die Besucherräume sozusagen hier am Rand. Ne? Mhm. So. Dann kümmern wir uns um den Eingang. Hier sind die Fußgängerwege. Machen wir hier die Einlieferung. Jetzt können wir natürlich sagen, wir machen die Rezeption sozusagen hier hin. Also wir müssen immer einen Tisch haben. Tisch ist 4, ne? Wie groß sollen die Türen sein? 2 oder 4? 2. 2 reicht, ne? Ne, auf jeden Fall. Ja, das wäre sozusagen das Mindestmaß. Wirkt ein bisschen klein, oder? Als Rezeption. Wobei, ein Schreibtisch hier in die Mitte. Ne? Hier könnten also je nach,
Tische hin? Ich meine, wenn du jetzt 10 Gefangene pro Einlieferung immer hast, ist es ausreichend. Wenn du jetzt 100 Gefangene pro Einlieferung hast, ist es zu klein. Was haben wir denn? Möchtest du größer werden? Wir können ja, das ist ja nicht das Problem. Naja, wenn wir mal so anschauen, wie viel pro Tag immer bei uns im anderen Gefängnis irgendwann entlassen wurden. Also ich sag mal, unter Normalumständen kommen 20, oder? Ja. Und dafür findest du es zu klein? Dafür finde ich es noch ausreichend. Jetzt isst du schon wieder? Es ist unglaublich. Nein. Ja, also für so eine Standardanlieferung, klar, am Anfang, wenn wir dann mal mehr bekommen, wird es wieder ein bisschen schmuckelig. Aber grundsätzlich könnte man das doch so machen, oder? Ja, wir können auch am Anfang halt auch noch sagen, ja, dann machen wir nur 20 Gefangene. Das werden wir auch noch tun, weil wir müssen ja bei jeder Einlieferung höllisch aufpassen, dass wir auch die richtigen rausfiltern. Ne? Die müssen sofort rausgefiltert werden. Die darfst du gar nicht erst in den Trakt lassen. Was ein bisschen schwierig sein wird. Aber egal. So, dann machen wir das Ganze spiegelverkehrt, obwohl die andere Seite natürlich keine nennenswerte Funktion haben wird, weil es ja immer nur eine Rezeption ist. Ne? Aber dann wären das sozusagen immer die Eingänge für die Gefangenen. Ja. Ne? So. Dann machen wir hier hinten auch wieder Zweiertüren. Und den Haupttrakt, wie viele Leute werden da durchgehen? Wird da viel Verkehr sein? Eigentlich nicht, ne? Ist immer nur die Einlieferung, morgens um 8. Ja. Ne, die Frage ist, machen wir einen Zweier-, Dreier- oder gar einen Viererweg, ne? Also, wir sollten vielleicht doch Think Big. Eben. Viererwege arbeiten. Wir sollten die Wege durchaus groß gestalten. So. Das sind ja die Wege, die eigentlich erstmal nur die Gefangenen laufen müssen. Das ist sozusagen der Zugang zum Gefängnis, ne? Also zu dem Gesamttrakt. Mhm. Hier kann auch Personal durchlaufen, ne? Weil die Gefangenen sind hier ja grundsätzlich erstmal, bis sie die Zelle erreichen, unter Handschellen in Begleitung eines Wachmanns, ne? Ja. Sonst läuft hier ja keiner durch. Oder sollte erstmal nicht. Also keiner. Das heißt, diesen Bereich können wir auch mit Personalplanung, also mit Personal deklarieren. Weil hier soll keiner durchlaufen, außer Personal. Ja, gedanklich alles noch richtig, ne? Mhm. So. Wie werden sich die Küchenbullen verhalten? Die müssen ja auch nur zum Personalraum, ne? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich sehe. Ach, du fummelst die ganze Zeit an deinem Mikrofon rum, deswegen. Weil hier gerade so ein lautes Plopp-Geräusch kam. Ich habe noch mal geguckt. Ja, ich weiß. Hast du dir nur wieder an dem dicken Ding rumgespielt? Alles klar. Genau. Und dann kommen so Plopp-Geräusche. Weißt du, was viel schlimmer ist? Mein grüner Tee ist leer. Ich muss jetzt auf den roten umstellen. Da ist übrigens Teebeutel drin. Oh. Meine Teebeutel sind mir gerade in meinen Tee gefallen. Mit Schnur und Etikett. Das ist nicht so schlau. Ich binde die immer am Henkel oben fest. Ja, hätte ich vielleicht auch machen sollen. Ich lege die einmal grob rum, weißt du? Das ist, die sind stabil ohne Ende. Und du kannst die ganz schnell wieder lösen. Gibt es das so? Ne, ich weiß, mache ich eigentlich auch immer nur irgendwie, keine Ahnung. Nur heute nicht. So. Küche. Na du, gut, du willst ja auch noch Einzelwege haben. Einzelwege, wie machen wir das? Na gut, wir können die Gebäude natürlich untereinander noch mit Gängen verbinden, ne? Also wenigstens die Bereiche, die abgeschottet sein müssen.
Die Mitarbeiterwege, die während alle anderen über den matschigen Hof laufen. Also meine Überlegung ist, wir bauen hier jetzt die Küche sozusagen hin, ne, damit wir möglichst wenig Wege für die Küche und für den Nachschub haben. Die Frage ist halt, wir haben ja hier Abstandsregeln, ne? 1,50 Meter mindestens. Jetzt ist er schon wieder am Essen. Unglaublich, der Typ. Unglaublich.